Am 22. Oktober finden die eidgenössischen Wahlen statt. Gemeinsam mit der restlichen Schweiz wählt der Kanton Appenzell-Innerrhoden seine Vertretung im Nationalrat. Der Ständerat wurde bereits im April an der Landesgemeinde gewählt. Mach dich bereit, öffne dein Kuvert so, dass du es am Schluss wieder verschließen kannst. Breite deine Materialien vor dir aus. Informiere dich zum Beispiel auf www.easyvote.ch, wer sich für den National- und Ständerat zur Wahl stellt. Du darfst offiziell Kandidierende oder Personen wählen, die nicht offiziell kandidieren. Für die Wahl des Nationalrats hast du eine Liste mit einer leeren Linie erhalten. Um zu wählen, schreibst du einfach den Namen deiner Favoritin oder deines Favoritens auf die leere Linie. Kontrolliere nochmals, ob du alles korrekt und von Hand ausgefüllt hast. Vergiss nicht, deinen Stimmrechtsausweis zu unterschreiben und achte beim Verschließen des großen Kuverts darauf, dass die Gemeindeadresse sichtbar ist. Du kannst dein Kuvert entweder direkt in den Gemeindebriefkasten einwerfen oder es via Post verschicken. Das Kuvert ist bereits frankiert. Du kannst es also direkt auf die Post bringen. Go Vote!